Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Astral Blade. Ja, wir schnitzen uns hier immer noch weiter durch und gucken uns hier in der Umgebung noch um. Wir haben jetzt auch immerhin den Doppelsprung erlernt, mit dem wir hier mit Sicherheit noch so einiges bewerkstelligen können. Da oben muss es aber noch irgendwie weitergehen. Warte mal. Warum kommen wir da oben nicht lang? Die Karte zeigt ja eigentlich an, dass da oben noch was ist. So, weil wir hier keinen Weg haben. Aber wir haben doch einen Weg. Haha. Alter Ringfort Wachtposten. Gehörst du zum Erkundungsteam der Orson-Gruppe? Kannst du dich bewegen? Hast du irgendwelche... Nein, mein Bein wurde der Evakuierung von einem Stein zerquetscht. Aber ich werde nicht sterben. Fürs Erste, wer bist du? Ich bin Tanya, Bionik der Orson-Gruppe. Na, Bionik, bist du gekommen, um uns zu ersetzen? Was ist mit dir passiert? Wo sind die anderen Mitglieder des Erkundungsteams? Hör auf, so zu tun, als ob wir dir etwas wert wären. Wir stießen auf einen großen Kerl, der uns alle fast umgebracht hätte. Es gibt noch drei Männer in meinem Team, sind in der Krypta gefangen und können nicht entkommen. Was für ein Pech, dass sie einen so unfähigen Kommandanten wie mich haben. Na, das ist mir egal, aber ich helfe dir, sie zu finden. Bionik. Hier kommen wir schon mal nicht lang. Müssen wir wohl hier runter. Land des schwarzen Nebelwaldes. Benutze R, um die Kamera zu bewegen und die Umgebung zu betrachten. Kann ich das die ganze Zeit schon? I don't know. Ah, gut zu wissen. Hätte er nicht runterfallen dürfen. Warum war doch noch etwas? Jetzt komme ich nicht mehr darauf, oder was? Ich will doch da oben zurück. Ist aber nicht möglich. Na gut. Au. Halte RB beim Bewegen gedrückt, um deine Geschwindigkeit nach dem Ausweichen zu erhöhen. Wir können rennen! Das ist ja sehr schön. Sturmkrypta. Drücke R, um die Karte zu öffnen, auf der du den Fortschritt des Haupt- und Nebenmissionen sowie deinen Fortschritt deiner Erkundung verfolgen kannst. Okay. Das Vieh nervt uns nicht mehr. Aua. Aua. Blöder Tentakel. Warum sind es immer Tentakel oder Ranken in diesem Fall?
Ey, wieder unsere TP erhöht. Ist irgendwie eine gefunden, ne? Wir haben aktuell auch drei Heildinger, so wie es aussieht. Das ist schon mal schön zu wissen. Das hat es Stil. Ich will ja viel darum noch killen. Ja. Hab ich dich. Finden wir die alle drei auf einmal oder drücke Blub, um das Spielmenü aufzurufen, indem du die Karte ansehen, Ornamente ausrüsten und dein Skillbaum oder Fähigkeitenhinweise ansehen kannst. Wenn du jedoch Ornamente austauschen, Skills freischalten oder Waffen verbessern willst, musst du dafür in eine Ruhezone sein. Drücke Blub, um das Systemmenü zu öffnen und verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Kann ich das jetzt auch hier machen? Nee, muss in der Ruhezone sein. Also gut, dann gehen wir da mal kurz rein. Wollen wir das hier mal nutzen? Das sieht auch wirklich geil aus, oder? Wie kriege ich das? Aber wir nutzen mal das hier. Why not? Hat wenigstens einen Effekt noch. Ja, ich glaube, die Punkte hebe ich mir noch ein bisschen auf. Mir so golden. Was willst du? Was willst du? Komm da raus. Will ich killen? Dieser Kreiselangriff hier, sie ist irgendwie stylisch, ne? Der hat was. Oh, hier ist auch was. Yay! Aber hier ist nichts mehr, okay. Kann mich raten, das ist der richtige Weg. Kann man nicht sagen. Das ist wieder ein neues Gebiet. Mann, so viele Wege. Welchen nimmt man als erstes, ist die Frage. Ich würde schon fast sagen, das hier ist der richtige Weg, weil das ist ein neues Gebiet. Wo wir lang gehen. Also gehe ich, glaube ich, doch nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen nochmal hier lang. Au. Verdammte Tentakel.
Ich kann nicht zielen. Aber ich heile mich mal lieber. Hallo. Triffst du da Viech da auch mal? Will der Viech da erst killen? Was will nicht rauskommen? Hey, alles in Ordnung? Dieser Soldat ist schwer verletzt und ich bin blutverlust ohnmächtig geworden. Leiste erste Hilfe und benachrichtige an die Kommandozentrale. Er sollte das überleben können, aber die Wunden aus seinem Körper, das scheinen Katzspuren von einem großen Tier zu sein. Wenn es etwas von dieser Größe ist, ist es kein Wunder, dass die Soldaten damit nicht fertig geworden sind. Der Name ist aus der Hundemarke. Ahmed, geht zurück auf seinen Kommandanten Bescheid. Aha. Gehst du noch? Okay, sie sind nicht alle auf einem Fleck. Das ist schon mal gut zu wissen. Ey, ich hab dich doch gerade gekillt. Ein junges Mädchen und ein riesiger weißer Wolf blicken gemeinsam in die Ferne und warten schweigend auf den Sonnenaufgang. Aha. Ist hier sonst noch etwas? Ah, warte mal. Ich glaube, das ist jetzt der Weg, wo wir hergekommen sind. Kann das? Ja, ist er. Okay. Aber hier unten war doch noch die Heilung. Da gehe ich mal ganz kurz hin. Die Gegner sind mir jetzt einfach mal egal. Die können wir schon ignorieren. So, sind wir auch schon wieder da. Okay, dann war es gar nicht so verkehrt, dass ich erst den anderen Weg genommen habe. Würde ich mal so behaupten. In der Mitte des Altars sitzt ein älter Mann, der einer knienden mit einer Krone geschmückten Figur die Macht verleiht, das ewige Tor zu öffnen. Hier ist ein Auto. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt meinerseits schon mal, dass die Texte bitte nicht so schnell verschwinden. Wow. Die verschwinden viel zu schnell. Dann lieber so, dass man es selber wegklicken muss. Nicht gezwungen ist, das immer wieder anzuklicken oder so, oder dass man die Texte eben nicht richtig lesen kann, weil es einfach zu schnell weggeht. Man will es ja lesen, ne? Aber das Spiel lässt einen nicht. Wir, oh, meine Güte. Ja, wir gehen erst oben lang. Guck mal, was hinter dieser Wand ist.
Eine Art extraterrestrischer Kristall, der sein Lieblingssnack des Kapers-Organismus zu sein scheint. Okay, was soll man das bewirkt? Let it rip, Anja. Ist ein Beyblade. Autsch. Naja, alles, was nicht auf dem Boden ist oder so, es ist immer scheiße bei Gegnern. Ja. Muss jetzt erst einen Schlüssel finden oder was? Erhalte einen Verteidigungsbonus. Alter! Zu viele Gegner, die herumschießen wollen. Und hier können wir uns wieder heilen. Die Höhle des Wolfskönigs befindet sich auf dem zentralen Weg zum alten Palast. Er bewacht den wertvollen Schatz mit Eifer und unerschütterlicher Entschlossenheit und ist nie weit entfernt. Nur wenige Jäger entkommen seinen Fängen. Okay, hier können wir erstmal nochmal speichern und uns heilen. Bevor es wohl jetzt so ein Boss kommt oder so. Vergessene Tiefen. Oh, hier sieht es auch schon interessant aus. Leithian, der Wolfskönig. Oh. Autsch. Der gelbe Pinökel da so weit oben. Da komme ich irgendwie gar nicht so richtig dran. Autsch. Aber ich muss springen. Ansonsten mache ich nicht genug Schaden. Aua. Wenn jeder voll aufgeladen ist, drücke LT und RT gleichzeitig im Finishing Move der aktuellen Waffe. Okay. Nett, deine zweite Phase! Das ist unfair!
Aha, aber wir machen guten Schaden. Ja, der hält doch nicht mal aus. Boah, ich brauch doch mal den Block-Skill, ey. Ja, irgendwann angefreien rennen, ne? Au! Hallo! Ey, ich kann nichts mehr machen! Na toll! Das war nicht so gut. Das war richtig schlecht. So, zweite Runde. Diesmal aber mit allen drei Heilungsmöglichkeiten. Autsch! Gott, der ist fies. So, jetzt haben wir ihn aber. Ja, nach 500 Jahren, endlich bin ich befreit. Prinzessin Grace, erlaube mir, Lathion, dich zu begleiten. Was? 500 Jahre, Prinzessin Grace. Kann es sein, dass dieser riesige Wolf aus der Ära der Stadt Yatcha ist, von Karpas Energie durchdrungen wurde? Wie so ein Mutanten, das ging schon wieder so schnell weg. Das bestätigt auch, was Vater gesagt hat. Es gibt hier tatsächlich einen Karpas Energie-Eruptionspunkt. Ich sollte diese Suche fortsetzen oder so. Und wo sind diese Typen, die ich jetzt die ganze Zeit suche? Oh. Kann ich sogar zurück. Irgendwie finde ich die Typis nicht. Ja, wahrscheinlich hier oben noch mal weitergehen sollen, oder? Hier unten soll ich ja jetzt anscheinend weitergehen oder so. Es ist mir jetzt nicht wert, so weit zurückzulaufen. Wir gehen erstmal weiter und gucken mal, was so passiert. Reine Karpas-Energie verwandelt sich auf natürliche Weise in einem Primum-Schmetterling. Der blaue Karpas-Primum-Schmetterling kann Energie wiederherstellen. Der rote Karpas Primum Schmetterling kann die verkommenblühende Essenz wieder auffüllen. Aha. Ja, verdammt. Ich glaube, das war neu. Es sieht aber so richtig aus. Ich will eigentlich gar nicht, dass ich den richtigen Weg
Nehmen, hier ist Wasser. Ah, ich gucke noch mal kurz offscreen weiter zurück, ne? Ich glaube, ich habe den Stein gefunden. Befestigt und versteinert durch das Harz des heiligen Baums des schwarzen Pythons-Clans. Enthält von Natur aus Körpersenergie. Aua. Okay. Da komme ich, glaube ich, nicht lang. Also manchmal sind ja eben ein bisschen zu viele Gegner, finde ich schon fast. Au! Warum diese random Gegner immer? Okay, es war der richtige, okay. Sehr schön. Komm nicht näher, wenn du nur einen Schritt weiter gehst, wirst du zersiebt. Ich weiß, wer du bist. Du bist an der Kai der Awesome-Gruppe. Ich weiß alles über die schmutzige Arbeit, die du machst. Bionik, was? Du bist nur ein Tötungswerkzeug für die Awesome-Gruppe. Du wirst die Mutanten erschaffen, da bin ich mir sicher. Ich weiß, dass du uns zum Sterben hergeschickt hast. Ich sage dir, ich, Fedorov, werde heute nicht sterben. Und denk nicht einmal daran, mich zu töten, um mich zum Schweigen zu bringen. Dein Kommandant. Sprich seinen Namen nicht aus. Geh und sag ihm, dass ich früher oder später zurückkommen werde, um euch alle zu töten. Er verschwinde. Hinter dir ist aber was. Dann halt nicht. Okay, das war jetzt Nummer 2. Kommt der nächste noch? Oder muss ich zurück zum Kommandanten mal gehen? Nee, also scheint mir irgendwie so, dass die... Ja, hier unten geht es auch noch weiter. Mann! Aber das hier scheint irgendwie ein Laser zu sein und da komme ich nicht durch. Ich meine, ich habe den Dude schon mal gefunden. Das ist ja schon mal was Gutes, ne? Hier geht es nicht weiter. Ist wohl für irgendwann später. Na gut. Ich würde mal sagen, das ignorieren wir da einfach mal. Gehen hier wieder speichern und beenden das Video. Das war's mit Afterblade für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir hoffentlich diesen einen Typen noch finden. Und ansonsten hier einfach weiter uns umschauen oder so. Ja, bis dahin. Ciao, Leute.